Der Ghoul ist der gefährlichste Parasit für die Ars Necromantia. Das Wissen um ihn ist unabdingbar für ein fundiertes und sicheres Werk. Er ist in ganz Aventurien verbreitet und kann überall Inhabitant einer Gruft oder eines Gräberfeldes sein, gleich wie alt die dort ruhenden Gebeine auch sind. Dank einer umfassenden und akkuraten Betrachtung einer großen Spezimenreihe ist es dem Kreis des Karasuk möglich, das Wesen der Ghule zu rekognisieren. Zu höheren Ehren der Herren Tijakol und ihres Boten, des Seelensammlers, in vitam et mortem oboedimus. Ihr befindet euch seit wenigen Tagen in dem Dorf vor Trutzburgisch Hallingen. Eure Reise mit dem Kutscher Herr Boranfel brachte euch mit dem Baron Travigor hierher. Die ersten Heldenaufträge habt ihr bereits absolviert und vor einem Tag sind eure Gefährten ein weiteres Mal aufgebrochen. Ronga, Kasim und der Maraskaner Perjin sollen für den Kastellan von Schneitach eine Silbermine zurückerobern. Sicherlich werden sie heldenhaft zurückkehren. Derweil steht ihr auf dem Dorfplatz und unterhaltet euch miteinander. Wartet auf die Rückkehr des Gänseritters. Da können Midas und Ado einen alten Bekannten entdecken, der über den Pfad ins Dorf kommt. Abgerissene Pluderhosen, einen verblichenen Hut auf dem Kopf. Martha Mycho, von eurer Reise zu dem Praios geweihten Alguin. Oh, seht einmal, Ado, den kennen wir doch. Ah, ist das Martha? Es scheint ganz so. Er ist etwas grau geworden. Sein Haar ein wenig. Er ist vor allem schmutzig geworden. Schaut dir mal seine Weste an. Oh ja. Nun, ihr könnt einen Bart vertragen. Hm. Ey, Martha! Oh. Nimm die Tonflasche nochmal hoch, zieh da einen kräftigen Schluck dran. Ah, Freunde! Freunde! Gibt's hier wieder Geld zu verdienen? Das letzte war zu schnell weg. Hm. Ah. So ist das mit dem lieben Geld nun mal, nicht wahr? Ist überraschend. Wie seht ihr denn aus? Hm. Hier, nimm einen Schluck. Danke, ich denke, Ado. Ja, gerne. Danke. Martha, was macht ihr hier? Oh, dem frage ich mich auch. Ich hab hier die ein oder andere Sache verkauft und dann war irgendwie, naja, in so einem Dorf, die war nicht so ganz freundlich mit mir. Und dann habe ich mich dazu entschieden, naja, die Beine in die Hand zu nehmen und ein bisschen Fußgeld zu geben. Und jetzt bin ich hier. Und ihr? Sagt, waren diese Wertgegenstände, die ihr verkauft habt, zufälligerweise unpässlich geworden in letzter Zeit? Ja, keine Ahnung. Ich verstehe schon. Jetzt seid ihr hier und hier müsst ihr nicht vor einem Pöbel fürchten, der euch folgt. Ja, sehr gut, sehr gut. Hab ganz schön geschwitzt hier. Ja, bei uns ist auch einiges passiert in letzter Zeit. Wir sind zu Beratern eines Barons geworden. Baron? Das ist gut, oder? Ja, natürlich. Gewissermaßen. Etwas wie ein Edelmann. Braucht er noch jemand für... Was macht ihr da? Ratschlag? Beratung, aber ein kundiger Händler für Import und Export könnten wir sicher gebrauchen. Kannst du dich noch an Travigor erinnern? Hast du ihn getroffen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, er kennt Travigor nicht, oder? Etwas so groß, trägt orangene Kleidung, ist der Travia sehr zugetan. Ein Gänseritter. Wenn seine Schwester mir ein Kind anhängen will, ich habe ihn noch nie gesehen. Er hat keine Schwester. Dann scheinst du ihn wohl nicht zu kennen. Ah, gut, gut, gut. Währenddessen könnt ihr erkennen, wie sich Travigor zu euch gesellt. An seiner Begleitung ein Boron-Geweihter. Seid gegrüßt, Freunde. Da seid ihr ja wieder. Schön, dich zu sehen, Herr Boron. Und ihr habt Freunde gemacht, wie ich sehe. Er wieder. Wer ist denn hierher? Das ist Martha Mycho.
Sehr angenehm. Ich bin Baron Travigor zu Dergelsmund. Mit dem haben wir damals den Schädel vom heiligen Gilborn zurückgeholt. Genau. Weißt du noch, Alboin, dem Deppen? Das waren gute Zeiten. Ja, wohl wahr. Ohne den Schädel wäre es uns nie gelungen, den schwarzen Drachen zu besiegen und den. Ach ja. Schwarzen Drachen? Ja. Nun. Die Geschichte habt ihr mir auch noch nicht erzählt. Ach, nun, ich habe an der Seite von einigen sehr prominenten Helden gekämpft und meine wunderbare Frau getroffen. Aber das liegt schon 2 Jahre zurück und. Es ist eine Geschichte für ein Lagerfeuer und nicht für einen Dorfplatz. 2 Jahre schon. Die Zeit vergeht. Wir werden noch Zeit auf der Reise haben. Ja, Baron, mit euch. Das sind die Helden, von denen ihr spracht, Baron Travigor? Selbstverständlich. Die größten Helden, die es in diesem Dorfe bestimmt gibt. Ja, danke, danke. Dem ist so. Ja, das ist Matabycho, habe ich erfahren. Das ist Euer Gnaden Midas. Das ist Tau der Magier. Seid gegrüßt, Euer Gnaden. Seid gegrüßt. Mein guter Freund Ado. Ehemals Schildträger, mittlerweile sehr viel mehr. Sehr freut. Nun, dann freut es mich ebenso, die Bekanntschaft von euch Helden zu machen. Wie ich bereits hörte, wart ihr wohl auch in der Schlacht der 3 Kaiser. Eine Ehre. Nun, freut mich, euch kennenzulernen, Bruder Boronifatius. Bruder Boronifatius. Meine Manieren, genau. Das ist Bruder Boronifatius. Nun, ich habe einen Auftrag von dem Kastellan Schneidach bekommen und dieser riet mir, dass ich zu der neuen Heldengruppe des Barons, seines Hochgeborens, dazustoßen soll und frage, ob es hier einige Helden gibt, die sich auf ihr Handwerk verstehen. Nun, könnt ihr uns nähere Informationen geben, dann können wir euch sicherlich probate Helden vermitteln. Nun, es gibt in der Umgebung wohl seit geraumer Zeit einige goblinoide Kreaturen, die in den Hügeln warten und allerlei Unfug machen. Ich würde ganz gerne eines der Schlachtfelder in der nahen Tiefebene besuchen und dies dort einsegnen. Dort liegen noch allerlei Kreaturen von einer vergangenen Schlacht gegen die Drachenmeisterin Mersing. Also wie ich das verstanden habe, wollt ihr, dass wir die Goblins in die Flucht schlagen? Ich glaube, es wird schwer, aber wir sind dafür bereit. Nein, nein, nicht in die Flucht schlagen. Es gibt derzeit wohl so etwas wie einen Waffenstillstand, der erarbeitet worden ist. Und dieses brüchige Gefüge würde ich ungern aufgrund meiner Arbeit destabilisieren. Nein, ich möchte nur einen kleinen Geleitschutz haben, falls Sie es sich anders überlegen sollten. Ah, eine diplomatische Mission, ich verstehe. Wenn wir Glück haben, begegnen wir diesen Kreaturen gar nicht. Und im Zweifel können wir auch mit ihnen reden, habe ich mir sagen lassen. Sie wirkten sehr, intelligent, könnte man fast sagen. Ihr beherrscht diese Sprache der Kreaturen? Nein, das nicht. Aber ich habe festgestellt, dass einige davon Gariti sprechen. Erstaunlicherweise. Nun, trotz ihrer kleinen Gehirne. Zur größten Not. Der Herr Fex spricht alle Sprachen. Ausgezeichnet. Wie gesagt, dies ist eine freiwillige Mission, die ich euch nicht auftragen kann. Schneidach sprach mit mir und ich würde gerne eure Hilfe annehmen, so ihr denn gewillt seid. Ich glaube nicht, dass wir auf Schwierigkeiten treffen sollten. Was springt denn raus? Der Dank der Boronkirche. Nun, ich kann sicherlich doch etwas an der Kollekte euch offenbaren für eben diese Aufgaben. Sind diese ja auch da, damit wir Kirchenberg erledigen können. Nun, Bruder Boronifatius, der Dank der Boronkirche ist mir natürlich als Gewaltern selbst Zahlung genug, doch selbstverständlich, wenn Mycho den schnöden Lohn vorzieht, so möchte ich ihm diesen auch angedeihen lassen. Denn es ist ganz im Sinne des Herrn Fex, dass nichts
seinen Preis zu vermindern lässt. Für mich, da ich mittlerweile unter unserem guten Baron hier bezahlt werde, für mich hätte ich noch etwas anderes. Ardo zieht mal so ein Päckchen Karten aus seiner Weste raus und drückt so ein kleines Stäbchen dem Geweihten in die Hand. Hier, meine Söldnereinheit, gerne weiterempfehlen, wenn wir gute Arbeit leisten. Die, was ist das, Verlorenen? Die Überlebenden. Die Überlebenden, ja. Genau. Nur wenn wir gute Arbeit leisten, natürlich. Ja, und ihr seid ein solcher Söldner, ja? Ganz genau, ich bin der erste Speer. Und direkter Berater für unseren guten Aron hier. In Söldnerbelangen. Richtig, richtig. Gut. Ich werde natürlich, wie gesagt, gerne auf eure Hilfe angewiesen sein. Je mehr, desto besser, würde ich fast sagen. Gegen diese Goblinoiden wird eine Überzahl sicherlich abschreckend wirken. Und ein gutes Gespräch bin ich auch nicht abgeneigt, auch wenn viele meiner anderen Glaubensbrüder das anders sehen. Schweigegelübde, ihr versteht. Sagt, welcher Strömung gehört ihr denn an? Nun, ich habe mich tatsächlich noch nicht ganz entschieden. Geweiht wurde ich selbstverständlich in Punin. Das heißt, den Alanfana-Ritus sehe ich nicht vor. Aber eine der vielen Strömungen, ich habe mich, wie gesagt, noch nicht spezialisiert. Also, mir ist natürlich Ruhm und Ehre der Belohnung genug. Aber ich kann natürlich verstehen, dass der ein oder andere nun seinen Unterhalt bezahlen muss. Deshalb würde ich vorschlagen, ihr werdet von der Baronie Dergelsmund bezahlt oder beziehungsweise beauftragt sozusagen, also so ganz offiziell. Und Herr Mycho, wenn ihr euren Sold nennt, dann werdet ihr ihn bekommen. Von dem, was ich gehört habe, seid ihr eine Bereicherung. Vielen Dank, euer Hochgeboren. Ich hörte, wie gesagt, Gutes von euch und euren Mithelden und dass ihr nun diese Bezahlung übernehmen mögt, ehrt mich zutiefst. Mycho, wenn ihr vom Baron gezahlt werdet und das ist in diesem Fall meine Aufgabe, da ich auf die Finanzen des Herrn Baron achte, sprecht doch im Anschluss mit mir und wir werden einen ordentlichen Tagessatz vereinbaren, so es dem Herrn Fex ein Wohlvergnügen ist. Tatsächlich, euer Gnaden, wenn ihr nach der ganzen Sache noch etwas Zeit hättet, Ich würde mich über ein Gespräch mit euch sehr freuen. Ich habe da noch ein paar Erinnerungen, über die ich gerne reden würde. Und ich glaube, da werdet ihr vielleicht die richtige Person. Sehr gerne. Wie gesagt, spezialisiert habe ich mich noch nicht. Ich bin also noch nicht so sehr tief in der Materie. Frisch ausgebildet. Wie gesagt, wir haben im Jahr des Feuers viele von unseren Geweihten und Akoluten verloren. Und da muss man, wie gesagt, im Schnelldurchlauf dann einmal. Aber ja, ich lerne gerne dazu. Also gut, habt ihr noch etwas, was ihr besorgen müsst, oder wollen wir aufbrechen? Die Hallinger Tiefebene sind nur, ich glaube, 2 Stunden von hier. Ach, jetzt gleich, meint ihr? Nun, die Schlachtfelder liegen zwar schon seit einiger Zeit brach, aber ja, ich würde ganz gerne sämtliche Tote einsegnen, egal ob von uns oder dem Feind. Natürlich. Wie reisen wir denn? Bitte? Wie reisen wir denn? Zu Pferd? Oder haben wir einen Karren? Nun, ich würde... Oder zu Fuß? Ja, ich würde per Pedes gehen. Okay, also wenn 2 Stunden zu Fuß, dann sollte das ja nicht so weit sein. Herr Pedes, was ist das für ein komisches Schiff? Das heißt zu Fuß. Nein, das ist doch auch mal wieder schön, sich ein wenig zu bewegen, hier in dem Dorf. Die ganze Zeit nur im Kreis laufen. Also gut, dann machen wir uns gleich auf den Weg. Hat jeder gegessen und ist wohlgenährt und ausgeruht? Wartet, ich würde gerne doch noch 1-2 Gegenstände holen, bevor wir uns auf den Weg machen. Eine gute Vorbereitung ist schließlich der halbe Lohn. Trotzdem sollten wir etwas Proviant mitnehmen. Man weiß ja nie, was noch unterwegs passiert. Ja, Schnaps. Ja, vielleicht. Zum Reinigen. Sehr, sehr effektiv. Mycho, würdet ihr wohl mitkommen? Ich möchte dann doch die Vertragsmodalitäten mit euch durchgehen. Ja, sicher. Es geht darum, wie viel Geld ihr bekommt. Ah, ja. Ja, ich dachte mir schon, dass das euer Interesse wecken dürfte. Bitte hier entlang. Ja. Er läuft ihm treu hinterher.
Ja, ich würde dann mit ihm in ein Wirtshaus gehen und einen ordentlichen Tagessatz vereinbaren. Ja, für einen Söldner in Kriegsgebieten sicherlich sowas wie 2 Silber am Tag. Wenn es Spezialisten sind, dann durchaus mehr, dann im Dukatenbereich. Kommt natürlich darauf an, wie er sich selber verkauft, aber da kann Midas sicherlich dann die Modalitäten nennen, auch wenn er selber kein Kork weiter ist. Ja, also ich würde natürlich nach Consumer Codex zahlen. Ja, genau. Und ja, dann, ich sag mal 3 Silber pro Tag, weil er ja schon ein guter Freund ist. Ja, glitzernde Augen. Das wird gerne angenommen. Nun, es ist ein Freundschaftspreis, weil wir uns ja schon kennen. Ja, sicher. Und die Hand prallt auf deine Schultern. Und du darfst dem ganzen Geld von ihm verwalten? Oh ja, das darf ich. Habe ein Händchen fürs Geld. Und wenn du dich nicht schlecht anstellst, habe ich vielleicht noch 1-2 Aufgaben unter der Hand. Verstehst, was ich meine? Ich verstehe, wir können die Flucht vorbereiten. Nein, das meinte ich nicht. Ah. Aber es gibt in der Baronie und außerhalb noch einige lukrative Gelegenheiten, bei der ein wacher Geist und ein starker Arm, und dabei klopfe ich ihm einmal auf die Schulter, durchaus einiges an Geld machen können. Ja, sehr gut, sehr gut. Du, ich kann meine ganzen Brüder kann ich herholen und meine Schwestern. Dann sind wir schon 14 Mann mehr und Frau. Das klingt verlockend, aber manchmal ist weniger mehr. Und ihr müsst nicht so viel teilen. Also, vorerst nur wir beide. Er nickt. Dann zwinkere ich ihm noch einmal zu und würde dann wieder rausgehen. Ja, auf der Reise holt dann Boronifatius auch direkt sein kleines Boron-Valmekum heraus und blättert darin, geht so ein paar Gesänge durch. Und ihr könnt auch erkennen, wie er wohl so einen kleinen Reiserucksack dabei hat, wo ein Silberschwenker drin ist. Vielleicht fällt er auch besonders Midas und Mycho ins Auge, aber wer ist man schon, dass man einen Geweihten bestiehlt. Und es riecht in seiner Anwesenheit auf alle Fälle nach geweihten Kräutern, nach irgendwas, was man wohl verbrennen kann in dem Silberschwenker. Ich würde mich auf jeden Fall von Boronifatius ein bisschen in die Gesänge einweisen lassen, weil ich durchaus interessiert bin in den Praktiken der anderen Kirchen und ja, eben auch kein Smalltalk machen, weil das macht man als Boronier nicht, sondern durchaus über ja, interessante liturgische Themen reden, wie die Verwendung von Salbungsöl. Ja, genau. Und warum Graberde aus Perikum besser ist als Graberde aus dem Kosch. Oder aus Alanfa. Genau, solche Sachen. Gut. Ach, Freunde, ist das schön, wieder auf der Reise zu sein. Unterwegs mit guten Freunden und mit dem Wissen, dass die Heimat nicht weit ist. Kommen wir mal wieder raus aus der zugigen Grafenburg. Ah. Es wird schon langsam langweilig. So viel Urlaub, so viel ruhige Arbeit hatte ich schon lange nicht mehr. Urlaub? Nein, sowas mache ich doch nicht. Naja, also das ist nicht Urlaub. Das ist eine Mission in den Grenzbereichen unserer Baronie. Also Urlaub ja, ist das nicht. Wir nee, definitiv mehr, selbstverständlich. Nicht. Also diese Spinnenbisse von letzter Woche, also von vor 3 Tagen, also bis ich die wieder rausgekriegt habe. Diese ganzen Flecken. Mich wundert fast, dass Ronga nicht hier ist. Das klingt auch nach einem Auftrag für ihn. Ist er danach gleich abgereist, oder? Ja, er ist gleich abgezogen. Hm. Er hat irgendwas geredet von irgendeinem anderen Auftrag. Ja, wahrscheinlich irgendein Monster wieder, dass er sich an die Wand hängen will. Aber Trabigor, gut, dass du rauskommst. Schau mal, du setzt schon wieder ein bisschen Fett an, ja. Also, die gute Küche, die gute Küche bekommt ihr zu gut. Das ist mein faltiger Wappenrock, ist das. Ja, das seht ihr nicht, das ist nur sein faltiger Wappenrock, ich bitte euch. Nee, der ist wirklich fett. Nein, das ist ja also, eher gesagt. Vorsicht, ich bin immer noch Baron, ja, ich kann euch verwarnen. Oh, gerne. Passt auf, Jungs, passt auf, er kann uns verwarnen. Lass doch den armen Baron. Vorletzte Warnung, auch an dich. An mir? Ja. Ich hab dem doch gar nichts gesagt. Der hat gesagt, du bist eine fette Sau. Spaß beiseite. Ich bin munter drauf zur Zeit, muss ich sagen. Ja, ihr wirkt in der Tat
Als Begleiter. Hätte... Ja, in der Tat. Auch ja, vielleicht liegt das daran, vielleicht liegt das doch daran, dass ich nicht direkt in der Baronie bin. Das ist schon anstrengend, Baron zu sein, ihr glaubt es gar nicht. Oder vielleicht liegt es an den wunderbaren Abgabensenkungen, die wir unlängst für die Gastwirte beschlossen haben. Ich denke, das ist ein Sprung, der in eure Baronie weit hervorbringen wird. Ja, das wie gesagt, das, ich glaube, das war ein gutes Geschäft. Wir sollten allerdings demnächst auch dahin gehen, um die, die nicht zahlen können, die Gaststätten kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Ach ja, nun, Herr Baron, eine allzu lasche Hand würde ich auch nicht empfehlen, aber selbstverständlich können wir eine weitere Senkung vornehmen. Ich dachte auch an Reinvestitionen in so infrastrukturelle, sichere Straßen bedeutet gute Warenlieferungen und viele Besucher für die Gaststätten. Ja, klingt alles gut, hab ich alles verstanden. Sehr schön, sehr schön. Ah, nun. Und gerade sind wir auch im baronischen Auftrag, denn durch die Sicherung des Umlands der Baronie geht es der Baronie selbst natürlich auch gleich viel besser. Richtig, richtig. Ihr seid wirklich ein hervorragender Regent. Ja, hab Dank, das hört man gerne. Das kann man nicht zu oft hören. Ihr könnt auf der Reise durch die Hallinger Berge bitte einmal eine Sinnenschärfeprobe würfeln. Vielleicht fällt euch ja etwas auf. Sicht, okay. Ja, Gehör ginge auch, aber vor allem so Sicht und Gehör, das sind so die Dinge. Geruch würde auch sogar gehen. Ja, ich habe nämlich herausragendes Gehör. Ja, Martha Mycho ist mit seinem Schnappes beschäftigt. Baron Travigor kann das auf alle Fälle hören. Ich wahrscheinlich auch, weil ja. Das herausragende Gehör noch nicht eingeht. Sind nochmal 5 mehr, oder? Ja. Ihr könnt in den Bergen das ein oder andere Mal rote Pelze erkennen, die dort sitzen und sich verstecken. Und auch so leises Stimmengemurmel. Tau kann es als goblinisch erkennen. Die anderen verstehen nur so Dinge wie Houdini. Oder Solak. Ich glaube, wir haben Besuch von Freunden. Das sind doch bestimmt die Goblins, oder? Ja. Versteht jemand, was die da palavern? Nein, das nicht. Aber es ist eindeutig ihre Sprache. Dann gehen wir hoch und treten ihnen in die Eier. Ich bin schon wirklich ganz froh, dass ich euch gewählt habe. Stellt euch vor, ich würde jetzt als Bohrengeweihter alleine herumreisen. Guter Freund, Ihnen in die Eier zu treten, ist, glaube ich, jetzt kein guter Weg, den brüchigen Frieden mit den Goblins zu wahren. Tau hat er vollkommen recht. Es geht uns ja in erster Linie darum, dass wir Friedensstifter sind. Was? Ja. Ja. Richtig, ich weiß nicht, was die Goblins für Tradition haben. Ich weiß von den Wüstenbewohnern, dass die manchmal brüllend auf einen zurennen. Also vielleicht sollten wir da sehr vorsichtig sein, was wir als Aggression auffassen. Ich habe gehört, dass man sie schnell verjagen kann, aber sie kommen immer wieder und dann in stärkerer Zahl. Ardo. Du sagst mir, wenn wir denen in die Eier treten? Ja, mach ich. Ich verstehe hier nicht, was die sagen. Warte, bis das Friedensabkommen vorbei ist, dann in die Eier treten. Ja, aber woher weiß ich dem? Das sagen die anderen. Sag mal, Herr Mycho, frag mich nicht, warum ich das denke. Ja, so heißt ihr doch, oder? Ich heiße Mycho. Aber doch nicht her! Ach so, entschuldigt, ich wollte euch nicht beleidigen. Irgendwas sagt mir, dass ihr vielleicht auf See oder im Fluss ganz gut euch auskennt. Auf dem Schiff? In der See nicht so gut. Wie wär's mit einem Boot?
Also ich will euch kein Boot schenken, aber kennt ihr euch auf dem Boot aus? Ich habe da vielleicht eine spezielle Mission für euch. Na, da bin ich der richtige Mann. Um was geht's? Man legt ihm die Arme. Also ich habe das noch nicht mit meinen Beratern abgestimmt, aber ja, ich sage es euch trotzdem. Da gibt es so eine Burg bei der Derge, dem Fluss Feste Sünhard. Sagt ihr euch was? Nö, aber wenn Wasser da ist, dann kommen wir da hin. Ah, ja, und ihr seid auch nicht bekannt mit den hiesigen freischaffenden Schiffern. Genau, so wollte ich sagen. What? Nee, ich kenne hier keinen. Dort gibt es Flusspiraten. Vielleicht könnt ihr uns helfen, die Feste auskundschaften, denn sie wird von den Falschen gehalten. Ach ja, genau, da war ja noch was. Ardu, ihr habt doch eine eigene Söldnereinheit. Ja, ich habe mit Jala vor kurzem wieder geschrieben. Wenn wir also dieses Flusspiratennest da in dieser Feste ausheben wollen, wir werden wahrscheinlich mehr Leute brauchen. Ich glaube, es könnte ein guter Auftritt für eure Söldnereinheit sein. Mir hat 14 Schwestern und Brüder, dem kann ich auch rufen. Ich habe 3 Banner. Was ist das? 150. Dem ist mehr als 14, oder? Nehmen wir das. Ich glaube nicht, dass wir alle aus ihren Verträgen rausbekommen, aber vielleicht ein Banner oder ein Halbbanner werden auf jeden Fall meinem Ruf folgen. Nun, lasst die Verträge doch meine Sorge sein, sollte es denn dazu kommen. Ja, das wird Koreaner mit dir ausmachen. Selbstverständlich. Aber wir haben ja eh noch keine Informationen dazu. Ja, aber. Aber an sich wäre das natürlich eine gute Möglichkeit, ja. Eine sehr, sehr gute Idee. Micho würde, sollte er in das Flusspiratennest eindringen, sicherlich nicht weiter auffallen, da er doch seefahrerische Kenntnisse hat, nicht wahr, Micho? Dem ist so. Mhm. Und könntet uns wertvolle Informationen über deren Mannstärke, deren Bewaffnung und mögliche Schätze geben, die dort finden sind. Willst du Micho als Spion einsetzen oder was? Ja. Was für ein Schätze? Klingt fast so. Aber das sind Gedanken für einen anderen Tag. Mir ist dabei. Und einen anderen Auftrag. Sehr schön.